So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir und ich nehme das Video hier gerade echt ziemlich überraschend auf, weil ich gerade eben erst aus dem Krankenhaus zurückgekommen bin. Die aktiven Schlingel werden es wissen von Instagram. Folgt mir mal auf Instagram, wir machen da jetzt bald die 10k voll. Ich verlinke euch jetzt mal hier, mtdriver-official heiße ich da, folgt mir da mal. Wäre echt eine korrekte Aktion, da seid ihr dann auch immer am Start, wenn ich mal eine Zeit lang keine Videos hochlade, dann kommen da immer Erklärungen, woran es liegt aktuell und so weiter und so fort. Worum es in dem Video aber gehen soll, ist der Helm von XL-Modo, den ich gewonnen habe beim Gewinnspiel. Digga, was habe ich für ein Glück. Ich habe einfach mal einen fucking Helm gewonnen von Shark, mega nice. Das werde ich euch jetzt alles in diesem Video zeigen. Der Helm ist echt fresh, wir packen den jetzt mal zusammen aus. So, in dem Karton kam der Helm also an. Und dann ist hier noch ein zweiter Karton drin. Fett mit Shark. Richtig fresh. Sieht schon mal stark aus. Shark Helmets. Und dann hier richtig nice der Helm in so einem coolen Stoffbeutel nochmal. Sieht auch nochmal fresh aus. Werde ich auf jeden Fall aufheben. Es sei denn, ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Helm machen werde. Darüber sprechen wir aber gleich nochmal. Packen wir erstmal den Helm aus. Also hier einfach in diesem Stoffbeutel. Fühlt sich richtig leicht an, der Helm. Also ist wirklich nicht schwer. Hier steht 1470 Gramm. Das geht echt fit. Und jetzt zieht euch mal dieses Prachtstück rein. Wie geil sieht bitte diese Formgebung aus. Ich feiere das ja immer, wenn Helme, so Integralhelme, hinten nochmal so spitz zulaufen. Und vor allen Dingen das Beste an dem Helm, er hat einfach LED-Applikationen dran, dass man nachts gesehen wird. Wie geil ist das bitte? Und das für geschenkt. Leute, was ein Prachtstück. Der Helm sieht ja mal so fresh aus. Gebt euch das hier. Mit diesem Aufdruck, so geil. Und hinten, diese grünen Streifen. Alter, ist das geil. Ich bin jetzt gleich so gespannt. Von hinten sieht der Helm ja so krass aus. Ich liebe das ja. Alter, hier mit diesen Lufteinlässen. Ich sehe das gerade alles zum ersten Mal live mit euch. Der Helm ist gestern erst angekommen. Ich war ja im Krankenhaus, konnte es nicht aufmachen. Das sieht ja so nice aus. Das Visier. Ah ne, ganz stufenlos verstellbar ist es nicht, aber fast stufenlos verstellbar ist. Klackt in echt richtig kleinen Schritten ein. Das mag ich immer bei Visieren, die nicht so... Die halt stufenlos verstellbar sind, weil es das einfach zum Tragen angenehmer macht, wenn du nicht vorgeschrieben kriegst, dass das Visier nur maximal bis hierhin auf sein darf oder zugehen kann, so wie auch immer. Dann hier die Lufteinlässe. Kann man einfach so aufklappen. Oben auch nochmal. Ja, sieht echt mega nice aus hier. Was haltet ihr von dem Totenkopf hier drauf? Oder soll, glaube ich, ein Totenkopf sein, ne? Ich weiß es nicht genau. Innen drinne schön mit so blauem Innenfutter. Sieht ja auch mega stark aus. Mega stark. Echt wirklich geil. Und Leute, Alter, hier das mit den grünen Applikationen. Also das feiere ich ja extrem. Also das hier sieht ja wirklich so stark aus. Mega gut. Ja, Sonnenblende hat er auch. Hat ja mein Helm, den ich aktuell benutze. Sonnenblende runter. Sonnenblende hoch. Funktioniert auch richtig smooth. Richtig nice. Also wirklich stark. Wirklich richtig stark. Mega fettes Dankeschön nochmal an XL-Modo. Ich habe den Helm ja gewonnen, musste keinen Cent dafür bezahlen. Mega geil. Ist in Größe M. Ich konnte mir die Größe auch nicht aussuchen. Also das war wahrscheinlich so ein Ausstellungsstück von denen und den haben sie dann halt verlost. Ist ja auch Wayne. Mir passt M. Ich habe ihn eben schon einmal angehabt. Er passt wirklich perfekt. Aber das Ding ist halt, Leute, ich habe ja mein Nishua Enduro Carbon, mit dem ich auch extremst zufrieden bin, weil der einfach so verdammt leicht ist. Und sieht einfach auch übel fresh aus. Und auch mit dem schwarzen Visier, was ich im Sommer immer trage. Ihr kennt das ja, Leute, ihr feiert den Helm ja selber. Ihr fragt ja immer, was ist das für ein Helm? Ich will den auch haben und so. Der Helm ist wirklich mega stark, deswegen habe ich gerade auch nicht unbedingt das Bedürfnis, einen neuen Helm zu kaufen, obwohl es jetzt natürlich nie schlecht ist, einen zweiten nochmal zu haben, einfach weil, falls mal einer kaputt geht oder weil wenn man stürzt, dann sollte man ja immer einen neuen kaufen, sollte man ja nach einem Sturz nicht nochmal tragen, einen Helm. Das wisst ihr ja bestimmt und hoffentlich macht ihr das auch, weil es echt gefährlich ist, wenn da der Helm irgendwie
Beschädigungen hat, die man möglicherweise auch gar nicht sieht. Deswegen bin ich halt gerade am struggeln. Behalte ich den Helm? Oder die zweite Möglichkeit, was vielleicht auch cool für euch wäre, ich weiß es nicht, ob jemand daran Interesse hat, aber unter so vielen Followern könnte es ja durchaus sein, dass jemand Interesse an dem Helm hat und ich den verkaufen würde. Ja, ich würde den auch verkaufen. Das, ich weiß nicht, viel, vielleicht finden das jetzt ein paar Leute abgehoben oder so, weil ich den gewonnen habe und damit jetzt irgendwie Cash machen könnte. Aber das Ding ist, ich würde das dann so machen, dass ich den Helm verkaufen würde. Ich habe ja noch meinen Helm. Und das Geld, was ich durch den Helm einnehme, würde ich fürs neue Motorrad sparen, wodurch ich dann was davon hätte und ihr ja im Nachhinein auch, weil das Motorrad bezahlt sich ja auch nicht von alleine. Dann könnte ich das Geld schön ins neue Motorrad investieren, was ja auch fresh wäre. Oder ich kaufe mir ein neues Objektiv oder so für die Kamera, was auch geil wäre. Also irgendwas, wovon wir dann auf jeden Fall zusammen auch was hätten, sag ich mal, zumindest in gewisser Art und Weise. Ja, ich habe schon mal gegoogelt, was der Helm so circa kostet. Der kostet, glaube ich, so 260 Euro in dieser Ausführung. Ja, kann man bestimmt auch noch sicherlich ein schwarzes Visier dran machen, was dann wirklich mega fresh aussehen würde. Und hier, Leute, es ist noch ein USB-Kabel dabei, womit man dann, hier ist nämlich so ein Knopf. Ich habe ja gesagt, er hat so LED-Applikationen und hier ist so ein Knopf. Und da schaltet man dann wahrscheinlich die Lampen ein. Da muss ich mich gleich erstmal einlesen und dann zeige ich euch das nochmal in der Videoaufnahme, wie die Lampen hier leuchten. Vorne am Kinn leuchtet es nämlich. Einmal hier. Und einmal hier hinten, wie gesagt. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. Das wird bestimmt echt nice. Gibt nochmal ein paar coole Aufnahmen. Und dann ist hier noch so ein Kinnschutz dabei, wo ich sagen muss, der Helm wäre wahrscheinlich perfekt zum Motovloggen. Deswegen bin ich halt auch am struggeln, ob ich den vielleicht doch behalte. Weil hier ist so ein Netz drin, da könnte man das Mikrofon dann reinlegen. Das wäre perfekt zum Motovloggen. Ach Leute, ich weiß nicht. Andererseits könnte ich halt das Geld auch gut gebrauchen, ne? Ich würde sagen, schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, was ich machen soll. Soll ich den Helm behalten oder hat jemand von euch Interesse, den zu kaufen? Dann, wenn jetzt nämlich jemand Interesse hat, das ist wie gesagt M, Größe ist M. Der Helm heißt Shark's Qual. Shark's Qual, also Shark, wisst ihr ja, wie es geschrieben wird. Und dann SKWAL. Ja, so heißt der. Könnt ihr euch ja einfach mal im Internet durchlesen. Und wenn jemand ernsthaftes Interesse an dem Helm hat und möchte den kaufen, dann kann er mich einfach auf Instagram anschreiben. Wie gesagt, mtdriver_official kann er mir schreiben. Und dann können wir uns da nochmal verständigen, falls jemand Bock hat, den Helm zu kaufen. Weil ich denke mal, ich werde ihn nicht behalten, weil ich das Geld aktuell einfach besser gebrauchen kann. Und ich habe ja, wie gesagt, einen Helm. Ja, hier sehe ich es gerade noch. Es gibt komplett verschiedene Visiere, also es gibt schwarz, es gibt irgend so ein gelbes Visier für hohen Kontrast. Ja, es gibt irgendwie so graue, mega nice. Also es gibt wirklich richtig viel Auswahl. Wenn ihr euch für den Helm näher interessiert, ja, dann schreibt mir einfach nochmal auf Instagram. Hier habe ich noch die kompletten Beschreibungen, alles. Ist auch noch eine CD dabei. Da wird wahrscheinlich nochmal erklärt, wie man das mit den LEDs regelt. Das werde ich mir jetzt erstmal durchlesen. Und dann kommen jetzt die Szenen, wo die LEDs an sind. Das wird jetzt bestimmt richtig fett werden. Last night I let the party get the best of me. Waking up in the morning, two holes laying next to me. Plus I heard enough to surrest in me. Good weed and cold drinks, that's a motherfucking recipe. Homie, then we roll deep, so deep. It's going down. So Leute, hier seht ihr nochmal den Helm mit den LED-Applikationen. Ich habe jetzt den Akku ein bisschen aufgeladen. Ich glaube, er ist nicht ganz voll. Es könnte
Es kann sein, dass die LEDs noch etwas heller werden, aber ihr seht es ja, jetzt blinkt er. Man kann das entweder blinkend einstellen. Hier unterm Kinn hat er LED-Applikation und hier oben an der Stirn quasi. Und hinten blinkt er auch noch. Ich hoffe, ihr seht das gut. Kann man ganz easy hier am Helm einstellen. Einmal auf den Knopf drücken. Braucht man am besten zwei Hände für. Und schon ist es an bzw. aus. Wenn ihr jetzt einmal drückt, dann leuchtet es komplett durchgängig. Also es blinkt nicht. Dann drückt ihr nochmal, dann blinkt es. Und dann drückt er nochmal und dann ist es wieder aus. Also so finde ich echt eine coole Spielerei. Sieht auch gut aus. Und ich denke mal, das hat auch Vorteile im Straßenverkehr. Besser gesehen zu werden, kann nie schaden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Helm haltet. Ich finde für geschenkt, das ist echt mega stark. Wie gesagt, ihr könntet den Helm abkaufen, wenn ihr Lust drauf habt. Schreibt mir dafür einfach auf Instagram, weil ich habe ja einen Helm und ich kann das Geld an sich besser gebrauchen als den Helm. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Helm gefällt. Ich hoffe, das Video hat euch insgesamt gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr seht ja, trotz Schemo und allem, es kommen Videos, es bleibt nice, bleibt auf jeden Fall am Ball. Nochmal riesen fettes Dankeschön, wie der Kanal aktuell läuft. Es kommen immer mehr Leute dazu, wir sind schon über 3800 Abonnenten. Mega heftiges Dankeschön nochmal an euch, geht an der Stelle raus. Und dann möchte ich an der Stelle das Video nicht mehr zu lange in die Länge ziehen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ansonsten stellt mir Fragen in den Kommentaren, folgt mir auf Instagram. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.